Besondere Ehrung. Der beliebte Museumspark zwischen Museum für angewandte Kunst und Weltkulturenmuseum am Frankfurter Schaumainkai hat am Dienstagvormittag einen neuen Namen erhalten. Ab sofort wird er nun Metzlerpark heißen. Zur feierlichen Umbenennung lobte Kulturdezernent Felix Semmelroth das große Engagement der Familie Metzler, insbesondere in Kulturangelegenheiten. Die Beziehungen sind ja ganz eng. Ich sagte schon, die Metzler sind große Mäzen in dieser Stadt. Sie haben beim Städel geholfen. Sie helfen erst jetzt gerade wieder beim Romantikmuseum. Da ist Fritz von Metzler sehr aktiv. Das heißt, diese Beziehungen sind so intensiv, wie sie, glaube ich, enger nicht sein könnten. Die Familie Metzler unterstützt die Stadt Frankfurt seit Generationen. Zuletzt hatte sie den Neubau des Städels großzügig unterstützt. Das ist natürlich für mich sehr schön, heute für diese Institution auch was tun zu können. Da bin ich sehr engagiert, motiviert. Und es ist natürlich schön, dass dann neben der Villa Metzler, der Emma Metzler und der Metzlerstraße der Park auch noch Metzlerpark heißt. Der Park wird nicht nur während des Museumsuferfests oft besucht. Gerade für junge Leute ist er zur Sommerzeit ein beliebtes Ausflugsziel.